Hallo und herzlich willkommen zu Sternenlicht, dem Podcast der Sternwarte St. Andreasberg. Wissenschaft, Natur und Kultur barrierefrei erleben, das ist unser Motto und das sind auch die Themen in diesem Podcast. Wir sind die Mitglieder der Sternwarte St. Andreasberg e.V. und wünschen dir eine gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sternenlicht. Mein Name ist Christoph und ich bin auch für diese Folge dein Gastgeber. In der zweiten Folge haben wir uns die Nebel im Orion angesehen und mehr über den Orionnebel, den Flammennebel und den Pferdekopfnebel erfahren. Alle drei sind sogenannte Deep Sky Objekte, die sehr weit von uns entfernt, aber spektakulär zu betrachten sind. In dieser Folge wollen wir uns ein anderes, spannendes Thema aus der Astronomie anschauen, die Planeten. In dieser Folge erfährst du, was Planeten sind und wie sie sich von den Sternen unterscheiden. Wie können wir sie beobachten und was können wir von ihnen lernen? Damit es in dieser Folge etwas interaktiver für dich wird, möchte ich dir zwei kurze Fragen mit auf den Weg geben, bevor wir so richtig tief einsteigen. Erste Frage: Auf der Erde dauert ein Tag 24 Stunden und ein Jahr 365 Tage. Was müsste passieren, damit ein einziger Tag länger dauert als ein ganzes Jahr? Und zweite Frage, ist so etwas tatsächlich möglich, dass ein Tag länger dauert als ein ganzes Jahr? Nimm dir während der kurzen Musikpause etwas Zeit, um für dich eine erste Antwort zu finden. Spätestens am Ende dieser Folge wirst du eine zufriedenstellende Antwort auf beide Fragen geben können. Bevor wir beginnen, möchte ich dich daran erinnern, dass dieser Podcast von einem gemeinnützigen Verein rein ehrenamtlich produziert wird. Ein Verein, der sich der Förderung der Astronomie und der Bildung im Harz widmet. Die Sternwarte St. Andreasberg hat gleich mehrere große Projekte vor sich. So muss unser Standort samt Haus und Gelände dringend verbessert werden. Auch der Bau oder Kauf einer eigenen Sternwartenkuppel ist nötig, um den Besuchern noch bessere Beobachtungsmöglichkeiten zu bieten. Bei unseren Anschauungsobjekten möchten wir gerne einige echte Meteoriten kaufen, damit wir unseren Besuchern ein Stück vom Universum buchstäblich in die Hände legen und auch über den Tastsinn zugänglich machen können. Dazu kommen Kameras, die Meteore in der Atmosphäre sichtbar und ergänzt durch weitere Technik auch hörbar machen können. Und nicht zuletzt müssen in einer Sternwarte viele Dinge immer wieder gewartet, repariert und gelegentlich ausgetauscht werden. Für solche Projekte braucht die Sternwarte deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du die Sternwarte unterstützen möchtest, dann besuch doch gerne eine unserer Veranstaltungen oder unsere Webseite, die du unten in der Beschreibung findest und spende, was du kannst. Jeder Beitrag zählt und hilft uns, unser Ziel zu erreichen. Vielen Dank für deine Großzügigkeit. Nun aber zurück zu unserem Thema: Die Planeten in unserem Sonnensystem. Das Wort
Planet selbst stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Wanderer oder Umherschweifen. Anders als die weit entfernten Sterne, die immer an derselben Stelle zu stehen scheinen, wandern die Planeten im Jahresverlauf deutlich über den Himmel. Wie auch die Sonne und der Mond. Das beobachteten auch schon unsere Vorfahren und bezeichneten die wandernden Punkte am Himmel daher als Planeten. Heute wissen wir, dass die Planeten keine Sterne sind, sondern Himmelskörper, die um die Sonne kreisen. Die Sonne wiederum ist nichts anderes als ein Stern. Sie ist aber der einzige Stern in unserem Sonnensystem, der aus eigener Kraft leuchtet. Die Planeten reflektieren nur das Sonnenlicht, das auf sie fällt. Je nach ihrer Entfernung zur Sonne, ihrer Größe, ihrer Form und ihrer Zusammensetzung sehen die Planeten sehr unterschiedlich aus. Einige haben Ringe, Monde oder Atmosphären. Andere sind kahl und kraterübersät. Die Planeten sind nicht nur faszinierende Objekte, die wir am Himmel beobachten können, sondern auch wichtige Quellen für unser Wissen über das Universum, das Leben und nicht zuletzt über uns selbst. Seit Jahrhunderten erforschen wir die Planeten mit Teleskopen, Sonden, Ländern und Rovern. Wir haben viele spannende Entdeckungen gemacht, aber auch noch sehr viele Fragen offen. Wie sind die Planeten entstanden? Gibt es Leben auf anderen Planeten? Wie können wir die Planeten schützen und nutzen? Unser Sonnensystem ist also eine Gruppe von Himmelskörpern, die von unserer Sonne, einem Stern, angezogen und umkreist werden. Zu diesen Himmelskörpern gehören 8 Planeten, 5 Zwergplaneten, mehr als 200 Monde, unzählige Asteroiden, Kometen und Meteoriten. Unser Sonnensystem ist also nur eines von vielen im Universum. Wir haben bisher mehr als 4000 Exoplaneten entdeckt, die andere Sterne umkreisen, und einige davon könnten sogar Leben beherbergen, da sie sich in einer habitablen, also belebbaren Zone ihres Sterns befinden. Aber unser Sonnensystem ist das einzige, das wir gut kennen und auch aus der Nähe erforschen können und welches uns ein Zuhause bietet. Die 8, ganz wichtig, 8 Planeten in unserem Sonnensystem sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Bisher konnte man sich diese Namen mit einer guten Eselsbrücke merken. Nämlich, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere, und jetzt kommt der Fehler, 9 Planeten. Ihr hört schon, hier ist noch von 9 die Rede, dazu kommen wir gleich. Erstmal die Reihenfolge. Mein ist der Merkur. Vater, das ist die Venus. Erklärt, Erde, mir, Mars, jeden, Jupiter, Sonntag, Saturn, unsere, Uranus, 9, Neptun, Planeten. Und das letzte war der Pluto. Da der Pluto inzwischen nur noch ein Zwergplanet ist oder als solcher anerkannt wird, geht dieser Merksatz nicht mehr ganz auf. Er hilft aber immer noch dabei, sich alle Planeten in richtiger Reihenfolge in unserem Sonnensystem zu merken. Beginnend von der Sonne, immer weiter nach außen. Also nochmal, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Eigentlich ganz einfach. Die meisten Planeten sind nach römischen Göttern und im Fall des Uranus nach einem griechischen Gott benannt, die ihre Eigenschaften widerspiegeln sollen. Die Planeten sind sehr unterschiedlich in Größe, Form, Farbe, Temperatur, Atmosphäre, Oberfläche, Rotation, Umlaufbahn und viele mehr. Sie lassen sich aber in 2 Gruppen einteilen, die inneren Planeten und die äußeren Planeten. Die inneren Planeten sind Merkur, Venus, Erde und Mars. Sie sind relativ klein, fest, felsig und haben eine dünne oder gar keine Atmosphäre. Sie sind der Sonne am nächsten und haben kurze Umlaufzeiten. Das heißt, sie brauchen wenig Zeit,
um einmal um die Sonne zu kreisen. Die äußeren Planeten sind Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Der Pluto ist ja rausgefallen. Sie sind sehr groß, gasförmig und haben dicke Atmosphären und viele Monde. Sie sind weit von der Sonne entfernt und haben entsprechend sehr lange Umlaufzeiten um die Sonne. Zwischen den inneren und den äußeren Planeten gibt es noch einen Gürtel aus Asteroiden. Das sind kleine Felsbrocken, die sich um die Sonne bewegen. Die Planeten waren nicht immer so, wie wir sie heute sehen. Sie sind aus einer großen Wolke, aus Gas und Staub entstanden, die sich vor etwa 4,6 Milliarden Jahren um die Sonne zu drehen begann. Diese Art von Wolken nennt man solare Nebel. Ja, und Beispiele dafür haben wir in den beiden vorhergehenden Folgen schon kennengelernt, in denen Sterne, aber auch Planeten, in Anführungszeichen, geboren werden. Durch die Schwerkraft und die Rotation begann die Wolke sich abzuflachen und zu verdichten, bis sie eine Scheibe bildete. In dieser Scheibe begannen sich Klumpen aus Gas und Staub zu bilden, die immer größer wurden, bis sie zu Planetesimalen wurden. Das sind Vorläufer von Planeten. Die Planetesimale stießen weiter zusammen und wuchsen, bis sie zu den Planeten wurden, die wir heute kennen. Diesen Prozess nennt man die Akkretion. Die Planeten haben sich aber im Laufe der Zeit verändert durch Kollision, Erosion, Vulkanismus, Klimawandel und andere Faktoren. Planeten sind nicht nur faszinierende Objekte, die wir beobachten und erforschen können, sie sind auch wichtige Quellen für unser Wissen und unsere Inspiration. Die Planeten können uns viel über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems, unserer Erde und des Lebens erzählen. Sie können uns auch helfen, unsere eigene Welt besser zu verstehen und hoffentlich auch zu schützen. Denn einen zweiten Planeten haben wir nicht, auf dem wir derzeit leben könnten. Die Erde ist und bleibt, bis auf Weiteres, der mit Abstand beste Ort, an dem wir leben können, selbst dann, wenn wir woanders vielleicht überleben könnten, was Stand heute definitiv noch nicht der Fall ist. Die Planeten können uns auch neue Möglichkeiten für die Zukunft eröffnen, wie zum Beispiel die Erforschung des Weltraums, die Suche nach außerirdischem Leben oder die Kolonisierung anderer Himmelskörper, einschließlich von Felsbrocken im Asteroidengürtel. Bereits die theoretischen Möglichkeiten des Bergbaus dort könnten gänzlich ungeahnte Rohstoffquellen erschließen, ohne dafür die Erde, die wir bewohnen, zu belasten. Die Planeten sind also nicht nur Himmelskörper, sondern auch Wegweiser für unsere Vergangenheit, für unsere Gegenwart und vielleicht auch für unsere Zukunft. Dabei müssen wir es aber schaffen, unsere technologische Teenagerzeit zu überstehen, ohne uns selbst zu vernichten. So zumindest hat es der bekannte Astronom und Planetenforscher Carl Sagan der fiktiven Figur Dr. Ellie Arroway im Film Contact, gespielt von Jodie Foster, ins Drehbuch geschrieben. Und es spricht ziemlich viel dafür, dass er mit dieser Problemdefinition der Zeitgeschichte recht haben könnte. In dieser und weiteren Folgen von Sternenlicht wollen wir uns einige Planeten genauer ansehen und herausfinden, was sie einzigartig und interessant macht. Wir werden auch erfahren, wie wir die Planeten am Himmel finden und beobachten können und was sie uns im jeweils aktuellen Monat, derzeit also März 2024, zeigen. Wir beginnen mit dem kleinsten und schnellsten Planeten in unserem Sonnensystem, dem Merkur. Merkur ist der erste Planet, von der Sonne aus gesehen und der kleinste Planet in unserem Sonnensystem.
Er hat einen Durchmesser von etwa 4880 Kilometern. Das ist etwas mehr als ein Drittel des Durchmessers der Erde. Er ist auch der schnellste Planet in unserem Sonnensystem. Er braucht nur 88 Tage, um einmal um die Sonne zu kreisen. Das ist weniger als ein Viertel eines Erdjahres. Er dreht sich aber sehr langsam um seine eigene Achse. Er braucht rund 59 Tage, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Das ist fast zwei Drittel eines Merkurjahres. Wenn man dann einen Tag als die Zeit von einem Sonnenaufgang zum nächsten definiert, dann bedeutet dies, dass ein Tag auf dem Merkur länger dauert als ein Jahr auf dem Merkur. Bemerkenswert, oder? Für diese ungewöhnliche Rotation ist Merkur bekannt. Er dreht sich während zweier Umläufe um die Sonne exakt dreimal um seine eigene Achse. Merkur ist ein felsiger Planet, der eine sehr dünne Atmosphäre hat, die hauptsächlich aus Helium, Natrium und Sauerstoff besteht. Er hat eine sehr unregelmäßige Oberfläche, die von Kratern, Rillen, Bergen und Ebenen geprägt ist. Er hat auch einen großen Eisenkern, der etwa 75% seines Volumens ausmacht. Er hat ein schwaches Magnetfeld, das etwa 1% so stark ist wie das der Erde. Merkur ist ein sehr extremer Planet, der starke Temperaturschwankungen hat. Er ist der Sonne sehr nahe und bekommt viel Sonnenlicht und Wärme. Auf der sonnenzugewandten Seite kann die Temperatur bis zu 430 Grad Celsius erreichen. Das ist heiß genug, um Blei zu schmelzen. Auf der sonnenabgewandten Seite kann die Temperatur aber bis zu minus 180 Grad Celsius fallen. Das ist wiederum kälter als das Eis auf dem Mars. Na, und von der Erde mal ganz zu schweigen. Merkur hat also die größten Temperaturdifferenzen von allen Planeten in unserem Sonnensystem. Merkur besitzt keine Atmosphäre im herkömmlichen Sinn, da sie dünner ist als ein labortechnisch erreichbares Vakuum. Also, da ist fast nichts. Der Grund hierfür sind die hohen Temperaturen auf Merkur und nur seine geringe Anziehungskraft. Durch diese kann er die Gasmoleküle nicht lange halten, sodass sie durch Photoevaporation leicht ins All entweichen. Diese extrem dünne Atmosphäre ist auch der Grund für die hohe Kraterdichte des Merkur, da Kleinkörper ungehindert eindringen können. Mit einer dicken Atmosphäre prallt so manches ab oder verglüht. Hier ist das nicht möglich. Die Oberfläche des Planeten ist daher von Kratern übersät und ähnelt ziemlich dem Erdmond. Es gibt jedoch auch flache Tiefebenen, die ebenfalls den Tiefebenen des Erdmondes ähneln. Eine sehr interessante Entdeckung ist die Möglichkeit, dass es im Inneren von Kratern am Merkur-Nordpol kleine Mengen von Wassereis geben könnte. Dies liegt vermutlich daran, dass das Innere dieser polnahen Krater stets im Schatten liegen und somit dauerhaft Temperaturen von minus 160 Grad Celsius möglich sind. Bisher gab es erst zwei Raumsonden, die den Merkur erkundet haben. Mariner 10 in den 1970er Jahren und Messenger im Jahr 2008. Beide Missionen haben den Merkur kartiert. Derzeit ist mit Bepi Colombo eine gemeinsame Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, mit einer vierteiligen Raumsonde unterwegs zum Merkur, der neben der Geologie vorrangig das Magnetfeld von Merkur untersuchen soll. Die Sonde ist 2018 gestartet und soll nach 7 Jahren Flugzeit, wenn alles wie geplant funktioniert, 2025 am Merkur eintreffen. Vielleicht ein guter Anlass, hier darüber im nächsten Jahr zu berichten. Merkur ist ein schwierig zu beobachtender Planet, den man nicht leicht am Himmel sehen kann, weil er uns am Himmel immer in der Nähe der Sonne erscheint.
erst nur kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang sichtbar und auch das nur, wenn er sich in einer günstigen Position befindet. Merkur selbst erscheint uns sehr lichtschwach. Er sieht aus wie ein kleiner gelblicher Stern, der schnell am Himmel wandert. Um ihn zu finden, braucht man einen klaren Horizont und eine Sternkarte oder eine App, die einem zeigt, wo er sich gerade befindet. Man kann ihn auch mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop beobachten, aber man muss vorsichtig sein, nicht in die Sonne zu schauen. Denn das kann das Auge für immer schädigen. Man muss also wirklich beim Merkur aufpassen, da er sich immer in der Nähe der Sonne befindet. Man sollte das also am besten mit fachkundiger Unterstützung machen, damit hier nichts schief geht. Aber jetzt die gute Nachricht. Wer als Hobbyastronom regelmäßig im aktuellen Kosmos-Himmelsjahr oder der Sternenhimmel nachliest, der weiß, dass der Merkur ab Monatsmitte im März 2024 die beste Abendsichtbarkeit des ganzen Jahres hat. Und wer noch nie den Merkur erblickt hat, der sollte gerade jetzt seine Chance nutzen. Hoffen wir also auf klare Abendhimmel. Merkur ist im März 2024, also wenn dieser Podcast gerade erscheint, in den Abendstunden besonders gut zu sehen, wenn er sich in der Abenddämmerung über dem Horizont erhebt. Er erreicht am 24. März seine größte östliche Elongation von der Sonne. Elongation bezieht sich auf den maximalen Winkelabstand, den ein innerer Planet, in diesem Fall also Merkur, von der Sonne aus gesehen erreichen kann. Für Merkur beträgt dieser maximale Elongationswinkel 28 Grad. Dies bedeutet, dass Merkur von der Erde aus gesehen nie mehr als 28 Grad von der Sonne entfernt erscheint. Dies liegt daran, dass Merkur näher an der Sonne ist als die Erde und daher immer in der Nähe der Sonne am Himmel steht. Er ist dann nur etwa eine Handbreit von der Sonne entfernt. Zwischen dem 13. und 21. März dürfte er am besten zu sehen sein. Wer eine erste grobe Orientierung sucht, der kann sich nach dem Jupiter ausrichten, der hellste und sehr auffällige Planet am Westhimmel und im gleichen Zeitraum mit dem Merkur am Abendhimmel zu sehen ist. Zwischen etwa 18.45 Uhr und 20 Uhr dürfte die beste Zeit für eine Beobachtung sein. Merkur steht dann knapp über dem Horizont, hinter dem die Sonne gerade verschwunden ist. Wenn du noch eine besonders sportliche Herausforderung suchst, dann versuch doch am 11. März die sehr schmale Mondsichel und den rund 7 Grad tiefer stehenden Merkur im Fernglas auszumachen. Im Video zu diesem Podcast bei Spotify und YouTube gibt es einen Screenshot aus der Software Stellarium, welche bei der Orientierung weiterhelfen kann. Stellarium ist eine kostenfreie Open-Source-Software, die sowohl kostenlos in jedem Webbrowser läuft, als auch für alle wesentlichen Betriebssysteme wie Linux, Windows und macOS verfügbar ist und sehr gut bei der Orientierung am Nachthimmel weiterhelfen kann, wenn man zum Beispiel einen Laptop verwendet. Du hältst sie kostenlos unter https://stellarium-web.org. Das war es für den Merkur. In der nächsten Folge von Sternenlicht werden wir uns den zweiten Planeten von der Sonne aus ansehen, die Venus. Sie ist der hellste Planet am Himmel und hat einige Überraschungen zu bieten. Noch mehr über die Planeten erfahren möchtest, dann besuche die Sternwarte St. Andreasberg, wo du sie mit eigenen Augen sehen kannst. Die Sternwarte bietet regelmäßig öffentliche Abende an, bei denen du die Wunder des Himmels erleben kannst. Der nächste öffentliche Termin ist Samstag, der 2. März 2024, ab 18 Uhr. Bei diesen Astroabenden gibt es immer ein kleines Vortragsprogramm und bei freier Sicht zum Himmel anschließend die Möglichkeit, durch die Teleskope der Sternwarte zu sehen. Die jeweils aktuellen Themen unseres Vortragsprogramms findest du auf unserer Webseite unter www.sternwarte.de.
www.sankt-andreasberg.de. Eine Anmeldung ist immer sehr zu empfehlen, da die Plätze begrenzt und Termine oft frühzeitig ausgebucht sind. Denke bitte auch daran, dir passende Kleidung für die Höhenlage des Harzes mitzubringen und rechne damit, dich 10 Grad Celsius wärmer anzuziehen, als es die Temperaturskala vielleicht gerade vorschlägt. Wenn du mehr über die Astronomie erfahren möchtest, dann bleib dran und hör dir die nächsten Folgen von Sternenlicht an, dem Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise durch den Harzer Nachthimmel und dir die Schönheit der Wissenschaft und Astronomie zeigt. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir klare Nächte und viel Spaß beim Sternegucken. Tschüss und wie die Astronomen sagen, clear skies. Dein Christoph von der Sternwarte St. Andreasberg.